Hallo zusammen bei Marinas Mädels auf Handicapsport TV. Ich wollte euch mal zeigen, wo wir wohnen. Und zwar, wie ihr seht, ist das wirklich Downtown Toronto. Hier ist unser Hotel. Wir wohnen da ganz oben im 17. Stock. Hier ganz rechts, da haben wir eigentlich auch eine Fahne hängen, die sieht man leider nicht. Ansonsten habt ihr ja schon gesehen, hier ist die Stadt. Also wirklich mittendrin, darunter geht es zum Wasser. Da hinten kommt auch schon der Rest von uns, weil wir machen jetzt einen kleinen Ausflug. Möchtet ihr beiden, jetzt ihr vier oder ihr beiden noch was sagen? Hallo, viele Grüße aus Toronto. Ihr dürft auch noch was sagen. So, dann gehen wir jetzt mal los und bis später. Hallo zusammen, hier wieder bei Marinas Mädels für Handicapsport TV. Wir haben heute ein Marinas Mädels Special von Toronto Island. Und zwar kam das so, dass sich einige meiner Jungs beschwert haben, dass mein Blog Marinas Mädels heißt. Zu Recht, wie ich finde. Deshalb werde ich euch jetzt mal meine Jungs vorstellen. Und zwar vor der wunderschönen Skyline von Toronto. Also hier sitzen vier davon. hier auf der einen Seite seht ihr den Chris, der ist unser Volunteer. Und zwar war der unser Volunteer in London und seitdem mag er uns, glaube ich, ganz gerne und hat uns ja auch viel Glück gebracht und seitdem ist er dabei. Als nächstes haben wir hier den Timo. Der Timo, der ist unser Manager, unser Mechaniker, unser Rettungssanitäter und so Mädchen für alles. Also Timo kann alles. Daneben der Doc, der kann eigentlich auch alles. Der ist unsere medizinische Betreuung und ist auch berühmt-berüchtigt für seine Spielanalysen nach dem Spiel. Und natürlich, last but not least, unser Head Coach Holger, der uns vor 2 Jahren zum paralympischen Gold geführt hat. Und ich glaube, einer derjenigen ist am meisten enttäuscht, ist, wenn wir es dieses Jahr auch nicht schaffen sollten. So, Holger, vielleicht noch so 2 Worte. Morgen geht's los, morgen ist Eröffnungsspiel. Zum einen vermissen wir unseren Assistant Coach Josef, der leider im Krankenhaus ist. Auf dem Weg auch nochmal alles Gute, Josef. Alles Gute von allen Mädels. Alles Gute, Josef. Ja, und morgen geht es endlich los. Haben wir hier genug Islands gesehen und trainiert. Morgen warten die Chinesen auf uns. Ja. Und natürlich der erste Sieg. Das ist Pflicht. Vielen Dank, Holger. Mit dem hübschen Blick auf die Skyline von Toronto sage ich auf Wiedersehen und bis morgen.